ein bisschen tiefer. So. Ich habe hier übrigens mein Sidekick hier. Ja. Hey, hallo, SpongeBob. Ja, das ist mein Schlafkissen. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. So, und damit sind wir bei der Charakterstellung. Moin Gonzo. Und moin Chica. Hedge, willkommen. Ja, ich habe wirklich überlegt, ne? Soll ich erst die Charakterstellung machen? Offline? Und dachte ich, vielleicht wollen das manche sehen. Also dachte ich, komm, machst du einfach, ne? Wenn ihr sagt so, nee, dann mach ich ganz schnell. Ich hoffe, Gonzo und Chica, euch geht's gut. Bestes Spiel. Ja, Fall of 4 ist schon ein Bombenspiel. Ich wollte es jetzt eigentlich so machen. Entschuldigung. Ich muss aufhören jetzt. Jetzt habe ich die Cam da und jetzt fange ich an so zu chillen, so mit euch zu reden. So. Wir haben ja Zeitdruck, Leute. Ich kann auch nicht so lange immer. Mitten in der Woche, meine ich. Nee, so ein Ronin. So ein Ronin finde ich ganz cool. Ich wollte eigentlich für die Cam 45 Euro ausgeben, ne? Stand ja auch im Internet so, ne? Also ich habe Saturn. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen. Ist auch nicht der Rede wert. Auf jeden Fall gehe ich da hin. Sehe ich da 55 Euro. Das ist geil. Damit habe ich nicht gerechnet. Frage ich die, ja, also an der Kasse, ne? Im Internet stand aber so 45 Euro. Können wir da an dem Preis was machen? Oder ist das jetzt so, nee. Da bin ich ganz am Anfang. Oder muss ich jetzt die 55 Euro bezahlen? Dann sagt die, nee. Also Internet ist ja ganz anders. Da müssen sie sich schon über Internet bestellen, wenn sie einen anderen Preis wollen. Da dachte ich, ja geil.
Jetzt war ich schon da und ich wollte jetzt nicht wieder ohne irgendwas nach Hause latschen. Naja. Das Habe ist ich jetzt einfach perfekt. bezahlt. Ich wollte eigentlich noch 20 € für PSN-Card holen. Quasi die DLCs zu Fallout 4 holen, aber mein ganzes Geld ist jetzt weg. Wie geht's? Gut, gut. Ich bin jetzt froh, dass ich endlich eine Cam habe. Ich muss auch mal gucken. Also ihr seht ja hier, das ist mein Headset. Ich kann das mal hier so dran machen. Ich hoffe, es knackt jetzt nicht so. Dann hängt das hier nicht so. So. Hier, das kleine Ding hier, das ist mein Mikro. Und wohl an der Kamera ist auch wohl Mikro. Muss gucken. Muss gucken, wie die Aufnahme ist. Hättest direkt Verkäufer fragen müssen, die machen das dann. Hatte ich auch schon öfter. Die an der Kasse haben eh keine Ahnung. Ja, aber Verkäufer sind an der Kasse, du Schlaumeier. Die haben dich aber verarscht, ja. Haben sie einfach mal, ne? Ohne mit der Wimper zu zucken. Drecksäge. Naja. Ich mag ja so ein Vollbart. Ganz gerne. Deswegen mache ich mir jetzt schon. Was meinst du, Schatz? Abenteurer. Mit oder ohne Bart? Farbe macht schwarz. Tiefbraun. Nee, so. Ich mag das ja immer so Silber, so Targaryen-mäßig. Die an der Kasse sind die Kassierer. Das Schöne ist, ich habe jetzt eine Kamera und ich kann so einfach reingucken. Jens. Ja, welche Verkäufer denn dann? Da waren nur noch so Leute, die am Infostand ganzheitlich da standen. Platinblond. Das ist, glaube ich, Targaryen, oder? Die haben ja so. Stimmt, aber normalerweise ändern die den Preis dann und hat sich auch schon ein paar Mal. Ja. Die dachten wohl bei mir, nö, brauchen sie nicht. Ich hatte auch keine Lust jetzt mich da mit Diskussionen an der Kasse, weil er war voll, ey. Und ich hatte schon. Ich hatte mein ganzes Kleingeld dabei, weißt du, weil ich habe alles aufgekratzt. Und die Kassiererin war schon so angepisst, so sagte so, oh, jetzt muss sie alles einzeln zählen und so. Und die war Mathe, glaube ich, nicht so gut. Weil die hat alles einzeln so gezählt. Die im Marktumlauf in den verschiedenen Abteilungen. Komm, ey. Ganz ehrlich, Jens. Mit dir diskutiere ich doch nicht. Ich kann schon mit der Wand reden. So. Die Frauen. Was habe ich denn für eine Frau gesehen? So. Warst du gestern beim Mach Friseur? mal. Süß. Kann man Augenfarbe? Ausgeruht. Oh, schöner Mann. Komm. Sehe ich jetzt nichts von. Sah aus wie ein reicher Bengel. Ich glaube nicht, ne. Ich sehe nicht reich aus. Ich sehe arm aus. Also wenn du wüsstest, wie ich immer rumlaufe, ey, wie der letzte Asi. Dann halt nicht, gib halt mehr aus, als man muss. Ja, ich habe es ja. Scheiße. Ich muss hier so mal gucken, ob ich Fallout jedes Mal im Stream mache. Also, dass ich Fallout 4, also mein Charakter, weiter hier im Stream weiterspiele. Oder ob ich offline ein bisschen was mache. Muss ich auf jeden Fall mal gucken. Extras. Na, komm, lassen wir alles so. Lassen wir alles so. Schaden. Ich will auf jeden Fall eine coole Narbe. Ja. So eine. Boah. So über die Augen. Ich hoffe, die Sonne ist nicht so. Ich sehe total blass aus. Also nicht, dass ich schon eh so blass wäre, aber ich sehe aus wie ein Geist. Scheiße. Mit der Cam will ich das jetzt sehen. Ja, dann bin ich ja immer top gestylt. Oh. Ich muss aufpassen, ey. Am Ende schmeiß ich hier alles runter. Ja, komm, lass mal, ne? Richtig So. schön frisch. Ah.
muss man das ja immer so ein bisschen blöd. Ja, warum bin ich auf Fallout 4 gekommen? Ich weiß ja nicht, ob dir die Nachrichten so verfolgt hat über Fallout 4. Auf Xbox One gibt es, glaube ich, morgen oder heute, gibt es dann endlich Mods. Und das ist richtig geil, Leute. Darauf habe ich richtig Bock. Und als ich das gelesen habe, ey. Ja, nächsten Monat gibt es dann eigentlich für uns PS4-Leute die Mods. Da bin ich richtig gespannt drauf, ey. Da habe ich auch richtig Bock. Irgendwas ist anders. Aber was? Habe Fallout bestimmt über 100 Stunden Spielzeit. Ey, du sagst was, ey. Ich habe eben, wir fangen ja neu an, ne? Und ich habe eben meinen alten Charakter nochmal angeguckt. Stufe 60, ey. Alter. Also ich habe da echt lange rumgespielt, ey. Dieser Satz ist auch wieder so muskulös, groß, dünn, Alter. Sieht ja. Machen wir so ein bisschen Mittel. So. Stattlich. Ja, geh doch mal weg jetzt. Ja. Sieht doch ganz okay aus, oder? Ja. Badass. Gut. Erledigt. Das Schlimme ist jetzt die Cam da. Und ich kann jetzt, ich muss jetzt richtig aufpassen, was ich mache, ey. Sei es, bestimmte Körperteile kratzen oder immer gucken, was ich anhabe, nicht, dass ich mal, oberkörperfrei bin. Denn, ich spiele eigentlich sehr gerne nackt. Grundsätzlich. Hat sich die Cam jetzt verschoben irgendwie? Irgendwie. Aber eigentlich ist doch die Cam-Position gut, Ein oder? weiteres großartiges Produkt von General Atomics Die ist so ein. Vielleicht ein bisschen vor. Naja, komm. Ich sag mal. Ist ein bisschen blöd, dass sie nur meine Seite sieht. Ich verstecke auch nichts da, also. Ich wollte jetzt eigentlich nur, ich bin wirklich gerade erst vom Saturn wiedergekommen. Habe sie jetzt schnell angeschlossen, ging ja fix. Ich muss mich nicht zweimal Machen anziehen. wir die Untertitel. Kann man das denn? Nicht bei Audio? Ach so. Ja. Aktive. Jetzt krieg ich schon wieder Schluck, aber ich kann kotzen. Wir werden einen Sonnenbrand haben. Oh, hast du einen Sonnenbrand? Ja, Sonnenbrand ist nicht schön, ey. Vor allem, ich habe so eine Schwester. Schwätzer. Ich habe eine Schwester. Wenn ich einen Sonnenbrand habe, haut die mir schön da drauf. Ist aber ein bisschen, ne? Zeitverzögert irgendwie. Oh. Also an sich ja, ich wohl. Also an sich ja, ich wohl. Ich weiß nicht, was du meinst, komm so. Ah, du bist spitze. Was schon wohl machen wird, wenn er erwachsen ist. Irgendwie ist mein Sound total leise. Und genau auf der Schulter. Ja, das ist fies, ey. Okay, hier ist gar nichts. Deswegen immer Sonnenbrand. Deswegen immer Sonnencreme. Wenn ich nur daran denke, dass er irgendwann wirklich Auch wenn die Autofahren Mama immer auf lernt. die Nerven ging. Sie hatte schon recht. Noch ist der Hunsch etwas groß, aber schon wächst er schon noch rein. Ich freue mich schon, ihm das Fahren beizubringen. Sind sie sie nicht, oder? Aber wieso läuft der so schwer für dich irgendwie? Moin! Danke, Herr. Kenn ich nicht. Ja, das ist so eine weiße. Scheiße. Das ist so eine weiße Flüssigkeit. Die tust du dir auf deinen genauso. Ach komm jetzt! Was ist denn das jetzt? Wieso lädt der denn?
Okay, jetzt. Alter, kannst du mal aus dem Weg gehen, Schatz. Nora? Schreib mich nicht auf. Schreib mich nicht auf. Ich bin so stolz auf Sie. Ach, sie hat einen Jura, ich wollte schon sagen. Die guten alten US-Flagge. Häuser. Schön patriotisch sein. Das sieht man gerne. Zuckerbomben enthalten 100% der täglich Skibberm. befohlenen Zucker. Ich guck mal, ne, wenn die Mikroqualität von der Cam besser ist, dann werde ich das Entwicklung vielleicht von benutzen. Ihr. Oh, das springt da mal rum. Yeah. So sehen wir aus. Schon cooler sehender Kerl. Ja. Trockener Grognack. Kroppenhaar im Dschungel der Da ist Flucht er wieder an eines der Tür. Babys. Meine Ja, Löschen. Lieblingsausgabe. Guten Morgen, ich komme von Bord. Moin. Guten Morgen. Was für ein Tag! Sehen Sie sich diesen Himmel heute an! Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Froh, dass Sie hier sind. Hier bin ich jetzt gerade nicht. Ja komm, hier bin ich. Ja, das sind Ich Sie. glaube, ich muss mal den Ton ein bisschen bei mir lauter machen. Ich kann mir von Ihnen nichts erwarten, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Position, in der wir für uns landen, ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Board zu erhalten. Board 111. Klingt gut. Klingt gut. Ich habe nicht zugehört, aber klingt gut. Glauben Sie mir. Nun, Sie haben bereits Zugangserlaubnis für den Fall einer unerwarteten nuklearen Vernichtung. Ich muss nur noch ein paar Informationen überprüfen. Wer nicht? Da, legen wir los. Ausgezeichnet! Name. Oh, wie nenne ich mich denn jetzt? Was cool ist. Aber ich darf nicht so weit hinten, sonst sieht man ja mich nicht mehr. Irgendwas. Schultasche und Sonnenbrand sind keine Freunde. Oh ja, das war auch immer, ne? So früh im Sommer, wenn du so Sonnenbrand hier auf der Schulter, dann fing die Schulliebe an. Und dann musst du jedes Mal diesen Drecksrucksack tragen, ey. Jules klingt so. Captain Banane. Captain Banane. Nee. Da. Captain Banane Republik. Ja, okay. Stärke. Ich bin ja eher so ein Stärketyp. Nummer 5. Gib mir erstmal alle auf 5. Wenn ich das überhaupt kann. Nee, kann ich gar nicht. Okay. Wahrnehmung. Wirklichkeit. Ausdauer. Steht für physische Fitness. Der Wert bestimmt deine Gesundheit, wie stark das Sprinten deine Aktionspunkte verbraucht. Charisma. Intelligenz. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich brauche ein bisschen mehr Glück. Gehen wir meine Intelligenz ein bisschen runter. Charisma vielleicht auch. So, das ist so solide, oder? Schön alles ausgeglichen. Nein! Das habe ich. Nein! An. Wunderbar. Danke Danke mal. nochmal. Sehr beruhigt. So muss weiter wie wir. Jo, danke fürs Reinschauen, Wie Sie Gonzo. schauen, ist kein Preis zu hoch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich habe meine Momente.
Hey, Schatz. Nervös? Musst du nicht sein. Deine Rede wird mir nicht rein. Ja, ich komme noch rein. So, Sean. Sean. Gut. Fernsehen stand da. Verdammt. Hätte ich lieber Fernsehen genommen. Hätte ich mir bei was rausgezogen. Ich mach mal Audio ein bisschen lauter, oder? Doch ein bisschen. Radio! Bei Radio gibt's doch hier bei voller keine GEMA-Pugima, oder? Wir müssen zum Vault! Sofort! Ich hab schon! Gehen wir! Panik! Panik! Einwohner von Sanctuary Hills. Wenn Sie registriert sind. So war es eigentlich. Gestern, als Denise gesagt hat, ihr Laptop funktioniert nicht mehr. Panik! Was sollen wir tun? Oh, ich muss auf meine Frau aufpassen. Nora? Ist die. Oh, da ist sie. Komm schon. Komm, Baby! Sehr ja. Er mag die Windmühle. Rein. Wir stehen auf der Liste. Kind, männlicher Erwachsener, weiblicher Erwachsener. Okay. Danke. Viel Glück, Sie beide. Folgen Möge Sie Gott mir. Uns helfen. Es wird aus all den Leuten so tun, aus. Was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Also cool siehst du nicht aus, Junge. Das zählt auf gar keinen Fall. Treten Sie bitte auf die Plattform. In ja, die Mitte. Ja. Kein Stress. Nora? Fast geschafft. Da ist es wird alles gut. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Festhalten! Geht das nicht schneller? Die Todwelle! Nur her, ne? Alles klar, Willi? Ja. Die Kamera muss. Bist du das? Oh mein Gott. Geschafft. Wir haben es geschafft. Alles wird gut. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihren Haus zu Hause runter. Na? Eine bessere Zukunft. Im Untergrund. Also gehen wir. Ja, die Treppe hinauf. Ich gehen wir. Nora? Komm mit. Nein, denken Sie nur nicht daran. Moin. Sie sind jetzt in Sicherheit. Hallo. Ach, der auch hier. Mit dem müssen wir uns gut stellen. Weil wenn du beim Aufseher verkackt hast, dann wird es im Vault ungemütlich. Männlich. Männlich. Weiblich mit Kind. Was hat der denn für eine Frisur? Eine riesen Stirn. Alles fit hier und bei dir? Entschuldigung. Ich hatte ein bisschen Probleme mit der Cam, ja, aber sonst. Gehen Sie dort durch den Gang. Sie brauchen Ihre Anzüge, bevor es weitergehen kann. Ich gehe mal weiter. Andere wollen auch. Bleib einfach stehen. Hallo.
Mach einen Abflug. Was? Was? Wir arbeiten so halt Montag. Ja, hast du es doch überstanden. Der geht immer nicht weg, ne? Kann ich den hauen? Guck mal, wie der mich anstarrt. Guck mal, wie der mich anstarrt. Hm? Was? 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 Keine Penner muss das. Entschuldigung. Hallo. Wir na? Sind in Sicherheit. Krieg ich? Ach, danke. Okay. Dankeschön. Und was jetzt? Also, Sie drei, folgen Sie mir. Hallo. Nicht. Hallo. Hm? Einfach hier. Das ist unser neues Zuhause. Hier wird es Doktor. Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch Hauser. Dienstag mit 17 bis 23 Uhr, also werde ich nicht da sein. Oh, von 17 bis 23 Uhr, ey. Ich weiß, es ist eine schwere Zeit. Harter Tag, ey. Das gehen wir bei der Einweisung durch. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Passt prima, oder? Ich streiche alle die von der Liste, die hier reinkommen. Dass er nicht nur bequem ist, sondern auch gut aussieht. Bereit für die Zukunft, oder? Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Ich will doch genau da rein. Das sieht so gemütlich aus. Papa ist doch da. Schade, ey. In der Millisekunde hat er sich so schnell umgezogen. Hast du vorher schon mal gespielt oder alles blind? Nee, ich hab das schon mal gespielt. Wie lange sag ich's nicht, weil das wäre peinlich. Sagen wir, ich hab's lange nicht gespielt. Das werde ich auch diese Woche, glaube ich, die ganze Zeit spielen. Vielleicht mach ich mal eine Abwechslung, hau ich irgendwas rein, keine Ahnung. Muss gucken, was ich hier hab. Vielleicht geht auch der Laptop von Denise morgen wieder. Oder übermorgen. Ich weiß nicht. Mal abwarten. Ein Winterschlaf. Hey! Sohnemann! Sohnemann! Komm her. Diese Pedos, ey, überall sind sie. Wie die fliegen. Lara! Ihr Schweine! Na, dich krieg ich. Keiner, was du bist. Das Gesicht, Junge, ins Gesicht, Junge. Ich schwöre dich ins Gesicht, Junge. Kleiner Bastard, was du bist. Oh, meine Batterie ist fast leer. Scheiße. Aber interessant, dass genau dann munter wird, wenn sie kommen. Ja, ne? So kurz so, hä, was? Schon? Schon? Kritische
Also, sie ist tot, ja. Naja, ist halt ein Videospiel, ne? Wenn du damit Logik kommen willst, ey. Nora. Komm schon! Das muss doch irgendwie aufgehen! Nora! Ich hab sie so geliebt. Sie war mein Ein und Alles. Komm schon. Komm schon! Gott! Ach, die geht wirklich auf. Nora. Herr Kurt, in die Mikro ist die schon wieder aufgetaucht. Mein Gott. Und dann hole ich schon zurück. Captain Banana. Versprochen. Achso, ich wollte schon sagen, hör, woher weißt du, dass ich Captain Banana heiße? Nora. Hauen wir ab. Rächen wir sie. Habe ich eigentlich schon meinen Pip-Boy? Nee, oder? Boah, wie der am Zittern ist, ey. Man hört richtig so. Das ist geil gemacht, ey. Das sind so Kleinigkeiten, die liebe ich. Wenn man daran denkt, ist einfach geil. Ja, ist wirklich warm. Also einen Anzug nehmen wir mit, den können wir vielleicht verkaufen. Vielleicht auch als Erinnerungsstück, ich mach sowas gerne. So einfach sammeln. Was ist denn jetzt so? Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Schraubenschlüssel geht immer. Schloss haben wir auch. Boah, kriegst Geld. Unfassbar wertvoll. Weil, die wiegen nix und man kann die verkaufen, kriegt man gut Geld. Also wenn man so einiges davon findet, ey, kriegst du schon genug Kronkorken dafür. Deswegen, oh. Komm her, Garcia, komm her. Riesenkakerlaken, was zum Teufel? Ja, voll laut, Junge. Ja, ciao Jens. Freizeitterminal. Ach, hier war so ein Spiel, ne? Bannabspiel. Jo, bis später. Super Mario? Herr Mario. Nee, Junge. Doch. Ganz alt. Mal gucken, wie weit ich schaffe. Ach, easy. Oh, nein! Komm. Bis ich tot bin. Dann hören wir auf. Ich finde es so... Oh Gott. Ja, wie soll ich das denn schaffen, Leute, ey? Ich fand es so genial, dass sie dieses Minispiel hier eingebaut haben. Das sind wieder so Kleinigkeiten, ey. Die liebe ich einfach. Oh Gott. Ist auch nur so. Ich komme ja gar nicht voran. Hätte ich jetzt schon gern nochmal gespielt. Komm, einmal noch. Jetzt weiß ich, wie es geht. Ganz kurz. Ganz kurz. So. Oh.
So, das ging doch schon besser. Boah, mir ist so warm. Ja! Boah, das war aber schwer, ey. Ha! Bin am Weg, viel Spaß. Jo, danke fürs Reinschauen, Chica. Hä? Wie jetzt? Muss ich die töten oder was? Ich kann aber keine Leiter bewegen. Komm. Yes. Komm, komm. Ah, nee, nee. Ey, jetzt mal. Da kommt doch immer mehr. Ich weiß nicht ganz genau, was ich hier machen muss. Was mit Zeit, ne? Scheiße. Hoch, geh hoch. Mit diesen Dingern da schießen. Oh Leute, entscheidet euch doch mal jetzt. Nee. Ja. Komm, den nehme ich auch noch mit. Boah, das war gut. Ey, der hat sich nicht bewegt. Nee, jetzt sind wir auf. Ja. Nehmen wir aber trotzdem mit. So. Irgendwas. Eine coole Rüstung oder so. Nee. Hab ich nur diesen Schlagstock hier. Ja, für die Kakerlaken reicht es noch, aber. So. Da werden sie geburzelt. Nee. Was ist dir passiert? Wo sind alle? Dauert langsam Panik. Kann man verstehen. Tja. Ein Pack. Ist das alles, was noch übrig ist? Tja. Ich bin auf jeden Fall nicht auf Hardcore. Ich kann mich nicht zurücklehnen, ey, sonst. Auf Hardcore. Das ist wirklich Hardcore. Das ist mir wirklich zu schwer, Leute. Ich will hier ganz entspannt spielen. Weil alles wiegt. Jede Kugel wiegt etwas. Du bist krank, du kriegst Hunger, du kriegst Durst. Du. Nee. Also ich muss ja sagen, ich habe mich darauf gefreut, dass der Survival-Modus kommt, aber dass er so schwierig wird, ey. Nee. Ich würde es sogar machen, wenn hier diese scheiß Kugel nicht auch was wiegen würde. Dann hätte ich es vielleicht gemacht, aber so. Dich hole ich mir später. Genau, dich hole ich mir später. Das ist, glaube ich, die einzige Eiswaffe hier. Kyro-Waffe. Im ganzen Spiel. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Können wir verkaufen. Haarklammer, sehr wichtig. Nehmen wir auch mit, können wir verkaufen. Du musst das Terminal finden. Das muss ich finden. Am Terminal? Aber da war ich doch. Da habe ich schon alles erledigt.
Nee, doch nicht. Ja? Nee, das war ich. Ich will doch nicht alles vorlesen, ey. Ich werde auch vielleicht auch Dialoge überspringen, Leute, denn... Ich mache es nicht wirklich so die Story hier, sondern eher so freie Schnauze, würde ich sagen. Oh. Scheiße. Scheiße! Nee, ich will Schlagstoff. Ja. Komm her. Komm her. Komm her. Auch noch. Schleichen. Das ist echt immer ganz nice, wenn du schleichst, kriegst du so ein... Lebt denn überhaupt noch wer? Hat es jemand nach draußen geschafft? So ein Schleichangriff. Und der macht extrem gut Schaden, ey. Groß eigentlich der Pip-Boy ist, oder? So auf den Arm so. Eine Apple Watch ist da viel kleiner. Alright. 18 Schaden. Kleidung, Kleidung. Brille ziehen wir auf. Das können wir da lassen. Radio haben wir nicht. Da bin ich gespannt, ey, ob da wirklich GEMA-Mucke ist. Muss ich so. Da frage ich mal die Nies, was die dazu sagt, ob ich das hier wirklich auf YouTube stellen soll oder einfach nur hier auf dem Stream. Weil ich weiß ganz genau, es wird hier. Mammutprojekt, ey. Es wird echt lange dauern. Und so viele Folgen, ey. Das fand ich auch cool, ne? Das war ja bei Fallout 3 nicht so. Konnte irgendwie jeder die Vault-Tür öffnen. Aber, da jetzt kommt nichts. Bin zufrieden. Viel Spaß bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche und danke, dass Sie sich für Vault Tech entschieden haben. Ihr hattet schon eine Wahl? Drecksau.